Ja, hallo, ich leg mal direkt ein Video hinterher. Ja, hat mir eigentlich ganz gut gefallen mit dem Handy-Video. Und ja, ich habe jetzt nicht viel Akku drauf, aber muss mal gucken, wird schon irgendwie hinhauen. Ja, ich habe euch als nächstes dann ein paar Strapse mitgebracht. Das ist mal wieder ein 6-Straps-Gurt. Ja, ich hatte so ein 6-Straps-Gurt vor einiger Zeit schon mal vorgestellt. Und ja, jetzt hatten sie halt ein neues Modell. Und ja, habe ich mir dann gleich alle drei Ausführungen bestellt. Und zwar gibt es den in Schwarz, in Rot und in Weiß. Ja, der rote, den habe ich hier. Auf Schwarz und Weiß, die habe ich halt nachbestellt und da warte ich noch drauf. Ja, neu, und zwar, die haben in der Mitte Spitze und die Spitze dahinter, da ist nichts hinterlegt. Man schaut also beim Tragen dann auf die Haut, beziehungsweise die Haut schimmert dadurch. Ja, das ist Größe XL und messen wir aus, für was die Größe XL passend ist. Dazu machen wir den erstmal in die kleinste Stellung. Nehmen unser Maßband und dehnen den Strapsgurt etwas. Ja, wäre nicht so richtig. Ja, also ein bisschen muss auf jeden Fall gedehnt werden, sonst, wenn einer sehr schlank ist, ja, er rutscht halt sonst runter. Ja, da haben wir hier in der kleinsten Stellung 36 cm. Das wären also 72 cm Umfang. Größe XL für den kleinsten Umfang. Und für den größten Umfang machen wir den in die letzte Stellung rein. Den Verschluss hinten und messen dann noch mal. Ja, jetzt können wir den eigentlich richtig dehnen. Man sollte den nicht überdehnen. Ja, und da sind wir hier bei 44 cm angekommen. Das wäre ein Umfang von 88 cm. Der Hüftumfang wohlgemerkt. Ja, so viel zu der Größe bei XL. Ja, ich habe den schon getragen. Hat mir so vom Aussehen her ganz gut gefallen. Er hält auch wunderbar, rutscht jetzt großartig nicht runter. Ja, was mir aufgefallen dann ist, ja, da hängen ein paar Fäden raus. Ich habe schon den einen oder anderen abgeschnitten, aber ja, ich sehe gerade, hier haben wir noch einen längeren und einen kleinen, ist aber nicht so schlimm, schneidet man halt schnell weg und gut ist. Ja, kommen wir zum großen Nachteil von diesem Strapsgurt, und zwar wären das
Diese Versteller, ja, die sind einfach zu lasch, ja, und die lösen sich sehr schnell. Ich habe da auch schon ein bisschen geguckt, was man da machen kann. Ja, da bleibt einem eigentlich nur die Möglichkeit, die auszutauschen. Ich will jetzt hoffen, dass hier ein sogenannter Montagsstrapsgurt ist, dass die anderen dann besser sind, aber definitiv, ja, hier kann man nicht viel machen. Der ist einfach zu locker. Deutlich zu locker. Das ist nicht nur bei einem, bei diesen hier, ich glaube, habe ich das Problem bei zwei Verstellern gehabt. Die hinteren sind gut. Einer vorne und einer an der Seite. Ja, ich meine, einer an der Seite und einer vorne. Ja, die anderen haben eigentlich mehr oder weniger dann ganz gut gehalten, obwohl die auch recht locker scheinen. Ja, was mir dann weiterhin nicht so gut gefällt, sind hier diese durchsichtigen Klipse. Ich denke, ja, schwarz hätte hier wahrscheinlich besser ausgesehen. Die halten übrigens gut. Da kann man sich nicht beklagen. Lösen sich nicht automatisch vom Strumpf, wie ich es auch schon mal hatte. Ja. Ansonsten eigentlich ein sehr schönes Teil, wie ich finde. Ich zeige den nochmal. Ja, kommen wir zu den Daten. Also ich sagte schon, den gibt es in Rot, in Schwarz und in Weiß. Und zwar zu einem unschlagbaren Preis von 5,13 Euro. Absoluter Kampfpreis. Dazu kommt dann allerdings 1,89 Euro Versandkosten. Ja, waren eigentlich relativ zügig bei mir. So um die 4 Wochen jetzt gedauert. Sehr schnell für Mexiko, muss ich schon sagen. Normalerweise warte ich also Minimum 6 Wochen. Auch länger, auch schon vorgekommen. Konnte mich da also nicht beklagen. Ja, kann ich da eine Empfehlung aussprechen? Also ich weiß nicht, eher nicht, aufgrund jetzt wirklich von den Verstellern, dass die mangelhaft sind, muss man wirklich so sagen, würde ich da doch eher abraten. Muss ich mal gucken jetzt, wenn die anderen kommen. Wie gesagt, vielleicht war das wirklich jetzt irgendwie eine Montagsproduktion und die haben dann nachgebessert. Auf jeden Fall, es bringt nicht viel jetzt, wenn man sich die Versteller nachbestellen muss. Die sind in Deutschland eigentlich sehr schwer zu kriegen und ja, man müsste sie schon dann auch halt in China ordern, wenn man halt auch einen vernünftigen Preis haben will. Ja, wie gesagt, ich muss mal gucken jetzt, wenn die anderen kommen, wenn die genauso sind, ich werde dann wohl keine mehr davon kaufen. Müsste ich ja sowieso nicht, ich habe dann das komplette Sortiment, aber mal sehen, vielleicht verkaufe ich es auch weiter, weil ja, ich trage halt sowas sehr, sehr oft und ja, wenn die sich lösen, ist einfach nur ärgerlich. Die Nylons hängen auf 7:30 und ja, muss nicht sein. Ja, müsst ihr also selber wissen, schick ist er eigentlich.
Wenn er euch gefällt und ihr kommt mit diesem kleinen Mangel klar, dann kaufen euch halt. Ja, ich bin dann durch hier mit meinem zweiten Handyvideo und ja, ich hoffe, das Video hat euch auch gefallen, war euch eine kleine Hilfe und ja, ich werde mein Bestes tun, dass die nächsten Videos jetzt ganz schnell folgen, weil da werden dann wahrscheinlich noch so einige kommen. Ja, wir haben hier 1:53 Uhr am Freitagmorgen. Ich muss mich jetzt so langsam auch für die Haie fertig machen. Ich halte morgen noch mal ran. Und ja, sagt dann daher mal ciao, bis zum nächsten Video.